Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Und zu Anfang möchte ich gleich mal eine Triggerwarnung machen. Das wird Simplicissimus im Video auch nochmal zu Anfang machen. Aber ich möchte es hier auch nochmal sagen, wenn du selbst betroffen bist und selbst gerade schwer erkrankt bist, weil das kann man wirklich bei Depressionen sagen, gucke dieses Video nicht. Für alle anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Wir legen los mit Simplicissimus und dem Thema Depressionen. Wir stolpern häufig über solche Schlagzeilen. Warum immer mehr Menschen depressiv werden. Millionen leiden an Depressionen. Immer mehr Menschen leiden unter Depressionen. Vor allem bei Jugendlichen würde es ein immer größeres Problem werden. Also für mich war das Thema Depressionen immer ein Thema, was ich gar nicht greifen konnte. Also ich muss dazu jetzt auch sagen, das ist bei mir schon in sehr jungen Jahren verankert gewesen, während für mich psychische Symptome immer weniger wert als körperliche. Und das geht super weit zurück. Und das hat sich leider bei mir in einer Form verankert gehabt, dass ich bis vor knapp 2 Jahren, kann man sagen, erstmal verstehen lernen musste, dass das genauso einen Stellenwert hat. Ich hatte da dann die Chick Römer-Folge gesehen, wo er über seine Depression gesprochen hat und habe daraufhin mich dann entschlossen, sein Buch zu lesen, weil ich dann selber eben auch mit der Therapie begonnen habe. Und mir hat das so geholfen, dass Thorsten Sträter und er eben über die Thematik gesprochen haben und die Tatsache, dass er bei Chick Römer gesagt hat, also Kurt Krömer, mein Gehirn ist gebrochen, nur sieht's keiner. Und das ist eben diese Problematik an Depressionen, du bist erkrankt und keiner sieht's. Und ich finde es super, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo eben mentale Gesundheit in den Vordergrund rückt, wo wir darüber sprechen können. Und ja, dass wir uns halt einfach auch nicht mehr schämen müssen, über diese Dinge zu sprechen. Denn sie sind da. Sie haben ihre Daseinsberechtigung. Und für mich war Depression immer eine Sache, die ich nicht greifen konnte. Aber inzwischen ist es natürlich, weil es mir ja vor 2 Jahren noch recht schlecht gegangen ist. Ich bin aus einem Arbeitsverhältnis raus, wo ich halt grandios ausgenutzt wurde und ich eben vor einem Burnout gestanden bin und schwer depressiv war, immer noch ein Tinnitus habe aus der Zeit. Ja, war eine schwere Zeit und ich bin Gott froh, dass ich es überstanden habe, aber ohne Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Intuitiv klingt das auch irgendwie logisch, bei all dem, womit sie sich heute so rumschlagen müssen. Große Offensive gegen die Ukraine. Schlange stehen für die Traumwohnung. Und ich muss wirklich sagen, es ist echt auch wichtig, dass wir Mechanismen haben, wo wir uns ablenken können. Wie beispielsweise Safe Spaces, nicht jede Nachricht zu gucken und Social Media aus dem Weg zu gehen. Weil Social Media ist wirklich ein Shithole manchmal. Hitzewelle. Die Busch- und Waldbrände überall auf der Insel brennt. Die AfD bei 18 bis 20%. Kein Wunder, dass die moderne Welt uns alle und die Jugend besonders kaputt macht. Aber ist das wirklich so? Werden die Deutschen immer depressiver? Also früher war es halt so, dass man über die Thematik nicht gesprochen hat. Man hat's. Und ich bin der Meinung, dass es damals schon genauso viele Menschen mit Depressionen gab, wie es heute gibt. Und wenn man das anders betrachtet, also wenn es heute mehr sind, dann eben durch so Dinge wie Social Media. Das wird halt unwahrscheinlich stark gepusht, schon in jungen Jahren. Und ich merke das ja selber auch auf YouTube, ne? Also es ist krass. Und ganz besonders Jugendliche? Die Antwort ist unheimlich kompliziert. Und um die Situation zu begreifen, muss man auch die Krankheit an sich besser verstehen. Und das ist eben wichtig.
Depression ist nicht eine Form von Schwäche, also das habe ich früher immer gedacht, das ist eine Form von Schwäche. Du gehörst in die Irrenanstalt und solche Sachen. Also ich habe da ganz, ganz komische Glaubenssätze gehabt. Es ist eine Krankheit und du kannst nichts dafür, dass du erkrankt wirst. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Es ist eine Krankheit. Wir haben monatelang für diesen Beitrag recherchiert und sehr viel Zeit in den Schnitt und die Animation gesteckt. Dank der Unterstützung unseres langfristigen Partners NordVPN können wir dieses Projekt umsetzen. Mit einem VPN kannst du deinen eigenen Standort virtuell verändern. Und das geht super leicht. Du wählst ein Land aus, klickst drauf und schon surfst du von dort. Amazon Prime oder Disney Plus haben je nach Land beispielsweise unterschiedliche Angebote. Mit NordVPN kannst du dann zum Beispiel den deutlich umfangreicheren amerikanischen Disney Plus-Katalog durchstöbern. NordVPN hat noch viele weitere Features. Zum Beispiel einen Darknet-Monitor, der dir Bescheid gibt, wenn deine persönlichen Daten geleakt und veröffentlicht wurden. Es gibt außerdem einen Bedrohungsschutz, der dich vor schädlicher Werbung und Trackern schützen kann. Unter nordvpn.com/simply kriegt ihr 4 Monate zusätzlich auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und ihr unterstützt unsere Arbeit. In diesem Video geht es wie angekündigt um Depressionen. Wenn ihr glaubt, betroffen zu sein, sprecht bitte mit jemandem darüber. Ihr könnt euch jederzeit... Also wirklich, macht an der Stelle aus, wenn es euch triggert, das Thema. Und es darf euch triggern, wenn ihr betroffen seid. Und das ist keine Schande, wenn einen ein Thema triggert, also negativ beeinflusst, geht aus dem Video raus. Es ist wirklich für eure Gesundheit, tut es eure Gesundheit wirklich nicht an, wenn ihr jetzt gerade in einer schlechten Verfassung seid, guckt dieses Video nicht. Dann die Telefonseelsorge wenden oder die Nummer gegen Kummer wählen. Beide Nummern und viele weitere Links haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Bei akuten Suizidgedanken wählt bitte sofort den Notruf. Okay, starten wir mit den Grundlagen. Was ist eine Depression und was nicht? Der Begriff wird umgangssprachlich oft für gewöhnliche Stimmungsschwankungen genutzt. Und das ist fatal. Also, man kann eine depressive Verstimmung haben, man kann Liebeskummer haben, ist aber nicht mit Depression gleichzusetzen. Auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, weil es eben umgangssprachlich oft missbraucht wird, das Wort. Doch eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung und kann starkes Leid verursachen. Depressive Menschen berichten von dem Verlust jeglicher Freude, Antriebslosigkeit und einer fast ununterbrochenen, niedergeschlagenen Stimmung. Also bei mir war es ja so, dass mein ausschlaggebender, meine Situation, warum das bei mir ausgebrochen ist, wann das losging, weiß man nicht so genau, aber ich habe ja ein hormonelles Problem, sprich ich habe eine kranke Schilddrüse, ich habe aber auch ein hormonelles Ungleichgewicht. Und diese zwei Themen, ich glaube Simplicissimus, sprechen es nachher noch an, lösen Depressionen aus. Und ich habe das viel zu locker genommen. Also, wie als wäre es nicht da. Ne? Deswegen habe ich das lange nicht verstanden bei mir. Und bei mir ist nochmal so ein extra Ding, die Depression ist bei mir höchstwahrscheinlich eine Komorbidität. Das bedeutet, es ist eine psychische Krankheit, die sich auf das eigentliche Problem draufsetzt. Also bei mir ist ja höchstwahrscheinlich die ADHS-Thematik ein Thema. Ich werde aber, also wenn du das Video guckst, dann bin ich wahrscheinlich schon diagnostiziert. Vielleicht schreibe ich dann irgendwas in die Kommentare. Guck einfach mal unter das Video. Vielleicht habe ich irgendwas in die Kommentare geschrieben dazu. Und besonders wenn eben du gerade bei ADHS also nicht diagnostiziert bist, dann kann das eben auch passieren. Einem Gefühl von Leere. Dinge, die man früher gerne gemacht hat, machen einfach keinen Spaß mehr. Also man empfindet weder Trauer noch Freude, also gar nicht. Also für mich war das auch so, also ich habe ja dann Gruppentherapie gemacht, ich habe ja ein Video dazu gemacht, das kann ich dir ja irgendwo verlinken. Und da ging es in der Anfangszeit in der Gruppentherapie auch regelmäßig mir, also ich musste halt auch lernen, klar zu definieren, wie es mir geht.
Ich hatte ein ganz großes Problem mit der Frage, wie geht's dir? Weil wir umgangssprachlich ja schon das auch zweckentfremden, obwohl wir eigentlich gar nicht so interessiert sind, wie es dem Gegenüber geht. Weil das ist ja nur so Smalltalk und so. Und ich hatte so ein Problem mit der Frage. Heute weiß ich, wie ich auf die Frage antworten kann, ohne dem Gegenüber vor den Kopf zu knallen, dass es mir scheiße geht, sondern es hat mein Trick, den ich anwenden kann, ich sag halt immer, Unkraut vergeht nicht, wenn es mir nicht gut geht. Denn Unkraut vergeht nicht. Ah, nichts mehr. Das ist Diplompsychologe Stefan Lüttke. Er forscht an der Uni Greifswald zu Depressionen bei Kindern und Jugendlichen und arbeitet zudem als Therapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Stralsund. Betroffene haben oft ein vermindertes Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle, können sich nicht gut konzentrieren, haben Schlafstörungen oder keinen Appetit. Und das war bei mir zum Beispiel so ein bisschen das Problem. Also man hat lange genug in Einzel- und Gruppentherapie bei mir geguckt, wo sind denn die Auslöser? Und meine Therapeutin hat aber nie so diese Auslöser gefunden. Und deswegen halt Komorbidität, denn das eigentliche Problem ist was anderes. Und dann wird dieses andere Problem wird so ein bisschen unsichtbarer dadurch. Also gibt es halt dummerweise auch noch. Sie verspüren innere Unruhe und haben vielleicht auch suizidale Gedanken. Halten mindestens zwei Hauptsymptome sowie mindestens zwei weit. Gucken wir uns die Symptome immer an. Schuldgefühle von Wertlosigkeit, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, schlechte Konzentration. Kein Appetit konnte ich jetzt nicht sagen, also ich kann immer essen. Negative Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken hatte ich am Anfang wirklich auch, muss ich zugeben. Schlafstörungen habe ich halt immer. Und das verminderte Selbstwertgefühl, das sind halt gerade vermindertes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, schlechte Konzentration, das sind halt eben auch Symptome, die eben bei ADHS auftreten. Also man merkt immer, die haben viele Gemeinsamkeiten. Weitere Symptome länger als 2 Wochen an, wird eine Depression diagnostiziert. Genau, und das ist eben wichtig. Wenn du bloß 2-3 Tage mal eine depressive Verstimmung hast, hast du keine Depressionen. Aber dauert das halt länger als 2 Wochen an. Und bei mir war es am allerschlimmsten, als ich die Pille abgesetzt habe, war mein Progesteronmangel. Und das kam da eben dann auch noch dazu. Ne? Also Pille abgesetzt, mein Progesteronmangel war nicht, also mein Progesteronwert war nicht mehr in Ordnung, also Hormonchaos im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Schilddrüse war nicht richtig eingestellt und ich hatte echt schwarze Gedanken. Wow, ich hatte Jahre zuvor einmal eine Situation, wo ich auch richtig schwarze Gedanken hatte, da konnte ich nicht mehr klar denken, gar nicht mehr. Und das war dann vor 3 Jahren ungefähr, war es dann auch nochmal, oder 4 Jahren, 3 Jahren kann man sagen. Und da habe ich mich dann echt auch wieder an einen Therapeuten gewendet und bin dann bei meiner Therapeutin, bei meiner jetzigen gelandet. Diagnostiziert. Man muss mindestens 2 Wochen anhalten und es muss fast die ganze Zeit des Tages sein, muss relativ intensiv sein. Wie stark die Depression jeweils ausgeprägt ist oder wie sie verläuft, ist dabei individuell. Genauso, ob sie dauerhaft, in immer wiederkehrenden Episoden oder saisonal auftaucht. Jetzt, wo die Basics klar sind. Wer wird depressiv? Wie genau Depressionen entstehen, weiß man tatsächlich noch nicht. Lange Zeit dachte man, dass ein genetischer Mangel des Glückshormons Serotonin eine Depression auslöst. Es gibt ja diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und ich habe ich weiß nicht, was für ein Video das war, aber ich habe was über Antidepressiva angeguckt und wie kritisch das inzwischen gesehen wird. Denn man ist sich inzwischen relativ sicher, dass das gegen die Depression an sich nichts bewirkt. Ich finde es einfach richtig krass, wie die Wissenschaft in solchen Themengebieten einfach so hinterherhinkt. Ne?
Also ich habe auch lange gedacht, das ist ein Serotoninmangel, aber das hat nichts mit Serotoninmangel zu tun, sondern das ist einfach eine chemische Disbalance im Gehirn. Hier weiß man aber mittlerweile, dass das nicht stimmt. Unsere Gene scheinen aber definitiv eine wichtige Rolle zu spielen. Kinder depressiver Eltern haben ein erhöhtes Risiko, ebenfalls an einer Depression zu erkranken. Aber nur, weil ein oder beide Elternteile depressiv sind. Und das ist es halt, das macht es halt so wichtig, dass wir in unserer heutigen Zeit drüber reden, dass man miteinander eben auch drüber redet, weil eben die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass es an Kinder weitergegeben werden kann. Muss nicht, kann aber weitergegeben werden. Heißt das noch lange nicht, dass auch das Kind eine Depression entwickeln muss? Ja. Es gibt nicht das eine vererbbare Depressionsgen. Es ist deutlich komplexer. Krankheiten, die teilweise genetisch bedingt sind, können Depressionen zum Beispiel begünstigen. Menschen mit Hormonstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder starkem Übergewicht. Hormonstörungen? Hello! Ich bin nicht stolz drauf, echt nicht. Und ich habe das... Über Jahre hinweg habe ich das mit der Schilddrüse halt viel zu locker genommen. Ja, ich war halt nicht gut eingestellt. Ich war beschissen eingestellt eigentlich, kann man schon so sagen. Und das hat meinen ganzen Hormonhaushalt durcheinander gebracht. Und das war halt dann auch noch so eine Sache, die da mega krass reingespielt hat. ...sind häufiger depressiv als gesunde Menschen. Typ-2-Diabetiker haben sogar ein doppelt so hohes Risiko, depressiv zu werden. Gleichzeitig kann eine Depression aber auch viele solcher körperlichen Beschwerden und Krankheiten anfachen und teilweise sogar auslösen. Diese Wechselwirkungen machen den Ursprung einer Depression noch undurchsichtiger. Und dann gibt es noch etliche äußere Einflüsse, die eine Rolle spielen. Schlimme Erlebnisse haben Einfluss auf unsere psychische Gesundheit. Zum Beispiel Missbrauch, Gewalt, der Verlust eines Elternteils, ein Trauma. Eine Studie konnte zeigen, dass Traumata in der Kindheit unsere Gehirnstruktur beeinflussen können und uns anfälliger für schwere depressive Störungen machen. Wie wir aufwachsen, ist allgemein unfassbar wichtig. Ein stabiles Netz an guten Freunden oder sich oft einsam fühlen, in eine reiche Familie geboren werden oder in eine arme Gesellschaft. Also, wir sind uns im Klaren drüber, das Thema Geld hat da keine Auswirkungen, ob du reich oder arm wirst. Du bist ja trotzdem gefährdet und das kriegt man ja auch immer wieder mit. Wirtschaftlich integriert sein oder ausgeschlossen. All das kann die Entwicklung einer Depression begünstigen. Kinder und Jugendliche seien laut Lüttke heute einer besonders hohen psychischen Belastung ausgesetzt. Die könne Depressionen anfeuern. Neben Krisen, Kriegen, Pandemien und Naturkatastrophen steige auch der Druck existenzieller Fragen aufgrund der vielen Möglichkeiten, die man heute hat. Wer möchte man sein? Wie will man sein Leben gestalten? Auch der Einfluss von sozialen Medien auf unsere Psyche wird immer häufiger untersucht. Also, bei mir ist ein Reel viral gegangen. Und das hat jede Menge schwierige Leute angezogen. Von beleidigen bis schmierig angemacht werden, war alles dabei. Auch 14-Jährige, 13-Jährige, alle, also ein Querschnitt wirklich durch die Bank. Und da habe ich mal wieder gemerkt, was Social Media für ein scheiß Shithole ist. Ich bin das halt selber auch nicht gewöhnt, so eine Aufmerksamkeit plötzlich zu haben. Und durch dieses eine Reel macht mich Instagram jetzt auf einmal... Interessant, das bedeutet, für mich spuckt Instagram meine Sachen aus und ich wurde schon beglückwünscht und mir hat man schon gesagt, super, toll, aber mir ist es echt zum Teil so unangenehm, dass, was heißt mir unangenehm, sondern weil das halt einfach so schwierige Leute anzieht und wenn du in einer Regelmäßigkeit halt auch beleidigt wirst, dann macht das was mit dir, auch wenn ich das schon seit Jahren mache, finde ich, ist Social Media inzwischen ein richtig krasses Shithole geworden, weil sich da eben auch Leute tummeln, die selbst psychische Probleme haben und sich nicht unter Kontrolle haben. Absolut nicht. Von beleidigen bis Catcalling, also richtig übel.
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es Zusammenhänge zwischen Social-Media-Nutzung und Depressionen gibt. 2021 geleakte interne Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Instagram das Selbstbild vor allem weiblicher Jugendlicher massiv beeinträchtigen. Das kann ich mir gut vorstellen. Denn, also, ich habe ja eine Zeit lang intuitiv gegessen und musste von diesem Bildnis, ich muss dünn sein, und ich habe ja über Jahre hinweg habe ich diätet und habe mir eine Essstörung angezüchtet gehabt. Da musste ich wegkommen. Und wenn Jugendliche heute diese ganzen Fitnessmodels sehen, das hat ja nichts mehr mit der Realität zu tun. Selbst bei mir, ich dachte lange, dass Männer nur ein bisschen trainieren müssen und schon mega Muskelberge bekommen. Die sind zum Teil halt wirklich nicht natural, sagen wir es mal so. Das heißt, zum Teil sind relativ viele, die nicht natural sind. Und das wird immer schön unter den Tisch gekehrt und so. Und das ist das, was es halt so ungesund macht. Auch für Frauen ist es halt einfach ungesund, wenn die eben Mädels sehen, die zig Fotos oder zig Aufnahmen von sich machen und sich da das Beste rauspicken. Es ist ja immer so, dass du dir das Beste eben raussuchst. Und dann fängt man an, sich zu vergleichen. Ich finde das absurd, wenn ich in der Zeit aufgewachsen wäre. Also ich war Gott sei Dank schon älter, als es losging mit Instagram. Puh, einmal kurz durchatmen. Eine Depression ist also ein komplexes Zusammenspiel genetischer... Also genetisch, körperlich, psychosozial. Ne? Und bei mir war die körperliche Komponente recht hoch. Die genetische höchstwahrscheinlich auch wegen dieser hormonellen Geschichte, und psychosozial bedeutet das bei mir, dass das ADHS da einfach wahrscheinlich echt auch reingespielt hat. Ich bin noch nicht diagnostiziert, ich spreche noch im Wahrscheinlichkeitsmodus. Und äußerer Faktoren. Ausprägung und Verlauf sind individuell. Das macht es nicht gerade einfach, die nächsten beiden Fragen zu beantworten. Aber versuchen wir es mal. Wie viele Leute sind depressiv? Und wie hat sich diese Zahl entwickelt? Dieser 2019 veröffentlichte Bericht des Robert-Koch-Instituts hat sich mit der Häufigkeit von Depressionen beschäftigt. Das RKI geht davon aus, dass zwischen 7% und 10% der deutschen Erwachsenenbevölkerung depressiv sind. Mehr als jeder Siebte würde einmal in seinem Leben an einer Depression erkranken. Bei Erwachsenen ist sie nach Angststörungen die zweithäufigste psychische Krankheit. Frauen scheinen häufiger von Depressionen betroffen zu sein als Männer. Männer suchen sich... Also, was mir diese ganze Depression geschenkt hat, auch wenn ich jetzt ADHS habe, ist so ein Blick für Menschen, die eben auch psychische Probleme haben. Wenn ich merke, bei jemandem läuft ein Programm ab, das auf Überlebensmodus steht, also wenn er Dinge halt einfach anders macht und für andere unbegreiflich handelt beispielsweise, dann verstehe ich das. Dann kann ich mich in solche Menschen eher reindenken. Allerdings auch seltener psychologische Hilfe, und Depressionen äußern sich oft etwas anders als bei Frauen. Einige Männer zeigen zum Beispiel teils aggressives Verhalten. Da muss ich echt noch so viel tun. Ich war 1,5 Jahre jetzt in Gruppentherapie und wir hatten, das muss ich gerade mal zählen, 4 Männer. 4 Männer in 1,5 Jahren. Der Rest waren nur Frauen. Das bedeutet nicht, dass es bei Männern weniger auftritt, sondern das ist eben auch noch eine erziehungsbedingte Sache, dass Männer eben es immer noch als unmännlich ansehen, über Gefühle zu sprechen. Das ist so tief verankert, das ist dieses... Das ist nicht da, so, was ich nicht angreifen kann, ist nicht da. Und wenn man meine Krankheit nicht sieht oder meine Verletzung nicht sieht, dann gibt es sie nicht sozusagen. Und das ist das Schlimme an der Sache. Das macht es schwer, die Erkrankung zu erkennen und richtig zu diagnostizieren. Gerade ältere Menschen sind laut dem Bundesgesundheitsministerium anfällig für eine Depression.
Einsamkeit, körperliche Beschwerden und andere Krankheiten können die sogenannte Altersdepression begünstigen. Es gibt nur wenige Erhebungen zur Verbreitung von Depressionen bei Jugendlichen und Kindern. Die Forschung zur psychischen Gesundheit hat sich in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich auf Erwachsene fokussiert. Während unserer Recherche sind wir immer wieder auf Studien gestoßen, die Kinder und Jugendliche schlicht nicht berücksichtigen. Ein paar Erhebungen und Schätzungen gibt es aber. Zwischen 3 und 9% der deutschen Kinder und Jugendlichen sollen demnach depressiv sein. Stefan Lüttke geht aktuell von 450.000 bis 500.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. Die Depression, also im Jugendalter oder ab dem Jugendalter, ist die häufigste psychische Störung. 2021 waren psychische Erkrankungen die häufigste Ursache für Krankenhausbehandlungen von 10- bis 17-Jährigen. Die meisten dieser Patienten hatten mit Depressionen zu kämpfen. Die Depression ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen unserer Gesellschaft und damit ein massives Problem. Sie ist eine Volkskrankheit bei Erwachsenen sowie bei Kindern und Jugendlichen. Aber wird es schlimmer? Und vielleicht die beunruhigendste Schlagzeile: Werden Jugendliche immer depressiver? Nein, wir wachsen nur in einer Zeit auf. Klar, also Corona hat vielen geschadet, muss man an der Stelle sagen. Aber wir wachsen in einer Zeit auf, wo wir lernen, über diese Thematik zu sprechen. Und das ist eine Generation, die spricht drüber. Und deswegen fällt es mehr auf. Zum anderen muss ich eben sagen, so wie ich es vorher schon gesagt habe, klar, früher gab es kein Social Media. Und Social Media ist halt einfach, wie gesagt, ich merke das gerade, es ist halt ein richtiges Shithole. Und ich denke mir halt auch, dass das gerade für junge Männer und junge Frauen einfach ein unwahrscheinlich schwieriges Thema ist. Für die letzten 4 Jahre kann man ziemlich eindeutig sagen, ja, es gab einen Anstieg an Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Der Lockdown gilt bundesweit. Gilt er dann der 2. harte Lockdown. Geschlossen wegen Corona. Zu Hause lernen die Kinder mit ihren Handys. Schulen waren von einem auf den anderen Tag plötzlich geschlossen. Es gab Homeschooling, kein Kontakt zu Mitschülern, keine Freizeit mit Freunden, sozial abgeschottet und das für Wochen am Stück. Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie war nicht gut. In Deutschland hatte jeder 4. Jugendliche während des ersten Lockdowns Anzeichen einer Depression. In der Pandemie haben die psychischen Auffälligkeiten sich nahezu verdoppelt. Doch auch wenn der Stress teils bis heute nachwirkt, Lockdowns und Homeschooling waren nicht permanent und Schulen sind mittlerweile wieder geöffnet. Der Corona-Notstand ist vorbei. Wie haben sich die Zahlen über längere Zeiträume entwickelt? Wie sah es vor der Pandemie aus? 2019 wurden 18.000 unter 18-Jährige wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt. 2015 waren es über 3.000 Fälle weniger. Stefan Lüttke konnte uns sagen, dass es seit der Jahrtausendwende einen erheblichen Anstieg an Klinikbehandlungen gab. Die Klinikbehandlung der Depression ist um das 7- bis 10-fache angestiegen. Über denselben Zeitraum gab es bei älteren Altersgruppen einen 2- bis 3-fachen Anstieg. Es gibt nur sehr wenige Studien, die zeigen, wie sich Depressionen insgesamt in den letzten 20 oder 30 Jahren bei uns entwickelt haben. In einer dieser Studien hat man die Entwicklung unter anderem bei jungen Erwachsenen in Deutschland betrachtet, zwischen Ende der 90er und Anfang der 2010er Jahre. Die Zahlen sind bei Männern zwar konstant geblieben, haben sich bei den Frauen aber fast verdoppelt. Gibt es also wirklich immer mehr depressive Menschen? Und tritt die Krankheit gerade bei Jugendlichen häufiger als früher auf? Ja und nein, so wie ich ja schon gesagt habe. Also wir leben in einer Zeit, wo es halt eben Dinge gibt, die kontraproduktiv sind, wie jetzt Social Media, das Internet. Aber wir leben halt auch in einer Zeit, wo wir anfangen zu lernen, über solche Dinge zu sprechen. Auch Männer. Auch ein Kurt Krömer hat gelernt, darüber zu sprechen, was mir damals unwahrscheinlich geholfen hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ja, vielleicht hat bei mir auch der Lockdown, Corona in meine Situation auch ein bisschen reingespielt. Das kann schon sein. Insgesamt registrieren wir immer mehr Depressionsfälle. Das stimmt. Doch der Anstieg kann mehrere Gründe haben. Unsere psychische Gesundheit hat in den letzten Jahrzehnten einen immer höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen.
Wir sind besser darin geworden, Depressionen zu erkennen und über sie zu sprechen. Es gibt weniger Stigma. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen und zum Arzt zu gehen, ist gesunken. Die Krankschreibungen aufgrund von Depressionen sind heute höher denn je. Es werden also vielleicht einfach mehr Depressionen erkannt als in der Vergangenheit. Laut Experten kann der Anstieg teils auch mit dem Bevölkerungswachstum und der steigenden Lebenserwartung erklärt werden. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Menschen mit Depressionen gibt es. Je älter eine Gesellschaft, desto mehr Menschen leiden in der Regel an Depressionen. Auch global ist man sich uneinig, ob Menschen depressiver werden oder nicht. Einige Studien zeigen, dass es weltweit einen Anstieg gibt. Andere Studien sagen wiederum, dass es keinen gibt. Die Verbreitung sei seit Mitte des 20. Jahrhunderts stabil. In den USA gibt es erste interessante Ergebnisse aus Langzeitstudien zu Jugendlichen. Es könnte doch sein, dass es vor allem bei den Jüngeren tatsächlich einen realen Anstieg gibt. Für Deutschland müsste man abwarten tatsächlich. Aber auszuschließen ist es ehrlich gesagt nicht. Es ist also unklar, ob es abseits der Corona-Pandemie einen echten Anstieg an Depressionen in Deutschland oder global gibt. Weder bei Jugendlichen noch bei Erwachsenen. Ob wir immer depressiver werden oder die Zahlen konstant bleiben, müssen wir abwarten. Bis dahin sollte man die Zahlen nüchtern betrachten und sich nicht zu Panikmache oder voreiligen Rückschlüssen hinreißen lassen. Fest steht, dass Depressionen eine massive Herausforderung für unsere Gesellschaft darstellen. Gerade deshalb sollte es oberste Priorität sein, die Versorgungssituation in Deutschland drastisch zu verbessern. Oh ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, es gab ja von DM diese Streams und dieser fünfte Stream, der ging halt gar nicht. Na, also, da wurden halt Falschaussagen getätigt und halt noch dumme Äußerungen getätigt und die Versorgung ist eine Katastrophe. Wenn ich jetzt nochmal ADHS mit reinbringen möchte. Da gibt es fast keine Stellen hier, wo ich jetzt lebe. Und wenn, dann ist es so immens schwierig. Ich habe Anfang des Jahres habe ich einen Termin für jetzt gemacht. Und jetzt ist halt in meiner Welt dann Ende Oktober. Und so lange muss ich ein Mensch erstmal aushalten können. Das ist ja auch nochmal die Sache. Und bei mir ist halt das Positive, dass ich halt eben Verhaltenstherapie hatte. Ich hatte das Glück, relativ schnell dran zu kommen. Das haben aber andere wiederum nicht, die sich ans Telefon setzen müssen, die Kraft aufwenden müssen, ständig Absagen kassieren müssen. Und ich weiß noch, ich bin einmal einen halben Tag am Telefon gesessen. Und habe mit so vielen Praxen gesprochen, von Neurologen bis Psychiater, weil gerade bei ADHS brauchst du halt einen Arzt zwischenrein, also die Therapeutin und der Psychologe bringen halt nichts, wenn du auch später Medikamente haben möchtest. Da brauchst du halt eben einen Arzt, der dir das verschreiben darf. Der muss wiederum sich in eine Art Liste oder so eintragen. Das würde zu weit gehen, aber das Problem ist halt wirklich die Versorgung und die Kassensitze beispielsweise, gerade bei Psychotherapeuten. Es gibt viel zu wenig Kassensitze. Therapeuten gibt es schon genügend, aber ein Großteil muss halt eben auch auf privat machen und das kann sich halt auch nicht in jeder leisten. Ich weiß auch nicht, wohin das steuern soll, echt nicht. Menschen sollten nicht im Schnitt 5 Monate auf einen Behandlungsplatz warten müssen. Je früher man eine Depression erkennt, desto größer ist die Chance zu genesen. Die Depression kann man vor allem im Kindes- und Jugendalter gut behandeln. Wer diese Symptome bei sich oder... Depressive Stimmung, Verlust von Freude, Antriebslosigkeit. Ja, da haben wir jetzt wieder die Symptome. Einer Person im engeren Umfeld bemerkt, sollte mit jemandem darüber sprechen. Das kann ein Elternteil, eine anonyme Hilfsstelle oder der Hausarzt sein. Auf Plattformen wie Fideo und Ich bin alles können sich betroffene Jugendliche über Depressionen informieren und sich mit anderen austauschen. Alle Links zu Hilfsangeboten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und was wirklich auch gegen Depressionen hilft, auch präventiv, ist tatsächlich Sport. Das klingt
sowas von plump. Ich bin jetzt 2 Wochen nicht beim Sport gewesen, weil ich immer rumkränkle. Und mir fehlt das total. Ich wollte heute wieder gehen, aber dann habe ich gestern was von Stefan Pütz angeguckt, wo der nochmal explizit gesagt hat, werde erstmal wieder gesund. Wenn du gesund dann zum Sport gehst, super. Aber dein Körper zeigt dir ja nicht ohne Grund, mach mal halblang, so frei nach dem Motto. Und ja, Sport, also ich beschreibe Sport immer so ein bisschen so, das wischt einmal im Kopf nass durch. Dreckig wird's wieder, ja, aber das sortiert halt echt einiges. Und das ist wirklich wahr. Sport hilft dir. Ja. Auch eine ehrenamtliche Tätigkeit kann das Gefühl von Einsamkeit vermindern und damit vor Depressionen schützen. Habt bitte keine Scheu, euch Hilfe zu suchen. Und das ist nämlich auch ein Punkt. Habt wirklich keine Scheu, euch Hilfe zu suchen. Ich bin froh, dass ich selber da nie eine Scheu hatte. Und klar, also ich bin zuerst zu einem Therapeut gegangen, der Tiefenpsychologie gemacht hat. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Und zu dem Therapeut bin ich dann wieder gegangen und der hat mich dann aber zu meiner jetzigen Therapeutin geschickt. Da bin ich echt froh drüber. Aber Hilfe anzunehmen, gerade wenn du psychische Probleme hast und erkrankt bist, ist das A und O, weil du kommst da selber nicht mehr raus. Und das ist etwas, was ich auch lange nicht verstanden habe. Der Psychiater wird dir nicht helfen. Der Psychiater verschreibt dir Medikamente. Aber der Psychiater ist nicht dazu da, um mit dir eine Therapie zu machen. Da hat der keine Zeit für. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Wenn dieses Video hoffentlich eines gezeigt hat, dann, dass es vielen anderen genauso geht. Cheers. So, ihr Lieben, ja, ich werde euch auf jeden Fall mein Video zum Thema Verhaltenstherapie unter i verlinken und werde euch selbstverständlich auch unter i verlinken, Simplicissimus und das Originalvideo. Und die Nummern haben wir ja im Video gesehen. Wenn es dir schlecht geht, wende dich an diese Nummern, wenn du erst einmal keinen Therapieplatz hast und keinen Therapeuten, Therapeutin, an die du dich wenden kannst. Das ist nämlich auch das Gute, wenn du einen Therapeut hast. Das ist aber einfach auch so ein Unding. Du kannst von niemandem verlangen, dass er einfach 5 bis 7 Monate durchhält. Ne? Also das ist halt auch so was Schwieriges. Von dem her, ich drücke dir die Daumen, wenn du selbst auf der Suche wirst. Und top, wenn du die ganze Sache in die Hand nimmst. Wirklich wahr. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.